Jo Leute, willkommen wieder zu einer neuen Mod-Review. Heute möchte ich euch den Elysium-Mod zeigen. Dieser Mod fügt, wie ihr vielleicht schon erkennen könnt, eine neue Dimension in das Spiel ein. Dafür gehen wir in den Flugmodus und dann seht ihr hier vielleicht ein bisschen was von der Umgebung. Das Ganze sieht noch anders aus, denn es gibt hier verschiedene Biome und es gibt viel zu entdecken. Was das alles so ist, möchte ich euch heute natürlich zeigen und vielleicht werdet ihr diese Mod ja auch mögen. Ich verfolge es schon seit längerem und freue mich, dass sie endlich draußen ist, denn nun kann ich sie auch in das nächste Projekt mit einbinden. Aber dazu wann anders mehr. Ich würde sagen, wir fangen jetzt auch mal wirklich mit dem Ganzen hier an. Also, womit fängt das Ganze immer an? Natürlich mit dem Anfang. Wer hätte das gedacht? Und um da erstmal anfangen zu können im Elysium, braucht man natürlich einen Weg, um hinzukommen. Ihr benötigt, um das machen zu können, erstmal das Drachenei vom Enderdrachen, das heißt, ihr müsst erstmal am End gewesen sein, einiges an Quarz, das heißt, ihr müsst im Nether gewesen sein, und auch insgesamt 9 Goldblöcke, das heißt, ihr braucht auch einiges an Erfahrung in der Oberwelt oder halt eine Menge Zombie-Pigmen. Diesen Säulen-Dings baut ihr dann auf, und zwar indem ihr erstmal eine Ebene von 5x5 Quarzblöcken macht. Ganz normale könnt ihr dafür nehmen, oder aber auch die Moos-Variante, die ich hier mal rausgesucht habe. Da packen wir hier in die Ecken welche hin, einfach damit ihr seht, dass es auch wirklich funktioniert. Obendrauf kommen dann 2x3, beziehungsweise 3x3x2 Quarzsäulen, so wie hier. Das müssen auch diese Säulen sein und sie müssen nach oben gucken. Werden sie zur Seite gucken, wird das Ganze nicht funktionieren. Auch hier könnt ihr natürlich wieder die Moos-Varianten benutzen, die ich auch schon mal hier habe. Und darauf kommen dann erstmal eure 9 Goldblöcke, die ich euch ja auch schon von erzählt hatte. Oben drauf kommen wieder 2 Reihen an Quarzsäulen, die man natürlich auch wieder richtig rumplatzieren muss, nicht so unfähig wie ich. Da oben drauf kommt ein weiteres Mal ein 5x5 großes Layer aus normalen Quarzblöcken. Und zu guter Letzt kommt dann oben drauf noch ein 3x3 Layer aus den Chiseled Quarzblöcken, die wir hier haben. Ganz in die Mitte oben drauf stellt ihr euer Drachenei, nehmt einen Diamanten und macht einen Rechtsklick drauf. Damit wird das Portal ins oder zum Elysium geöffnet. Seid ihr hier dann einmal angekommen, gibt es eine Menge für euch zu entdecken. Es gibt nicht nur verschiedene Biome, die ihr jetzt einmal erkunden könnt, sondern auch einiges an neuen Blöcken, Mobs, Items, Zauberstäben und sogar Integration mit Zaubercraft zusammen. Das heißt, jedes einzelne Item kann von euch auch gescannt werden mit dem Thermometer. Wir haben schon mal das Curlgrass, das Elysiumgrass, die neuen Holzstämme können wir natürlich auch scannen. Da gibt es sogar einen neuen Aspekt, den Sanctus-Aspekt, den habt ihr vielleicht da unten rechts gerade gesehen. Fangen wir mit den ganz simplen Dekorationsblöcken an, bevor ich euch mehr zeige. Es gibt nun ganz viele neue Quarzblöcke. Ihr kennt ja die ganz normalen 3, die braucht ihr auch für das Bauen dieser Teleportsäule. Die gibt es auch noch in den Moos-Varianten, wie ich euch auch schon gezeigt hatte. Dann könnt ihr aus Quarz auch noch Zäune und Cobblestone-Wände herstellen, die dann aus Quarz sind und nicht aus Cobblestone, sowie Zauntore. Das Ganze schnappen wir uns mal ganz kurz, denn ihr könnt auch die Moos-Varianten herstellen. Für die Zäune benötigt ihr einfach nur 6 Quarz, wie ihr hier sehen könnt. Für die Zauntore benötigt ihr 2 Blöcke und 4 Quarz. Und für die bemoosten Varianten nehmt ihr einfach immer die normale Variante, egal ob jetzt bei diesem Zaun, beim Kabel-Mossi-Quarz-Wall oder auch bei diesen Blöcken hier, einfach den normalen Block nehmen und eine Liane dazu packen und dann habt ihr die veränderte Variante. Dann gibt es hier 2 verschiedene neue Bäume und die kaputten Bäume in diesem Biom hier. Das ist eine kaputte Corrupted-Variante des Elysiums. Weiter hinten in die Richtung und auch dorthin ist das alles wieder heile, wie man vielleicht auch schon sehen kann. Aber diese Corrupted Logs sind in diesem Gebiet. Auch hier findet ihr die Corrupted Energy Crystals nur. Gut Deutsch. Diese gelbe Variante davon, die normalen Energy Crystals, die findet ihr überall anders und die geben sogar eine Menge Licht ab. Die sind ziemlich cool und lassen sich auch wunderbar verwenden. Da hinten seht ihr das Teil vielleicht schon. Ich guck mal zur Seite. Das spawnt einfach so in der Landschaft sogar ziemlich viel und damit könnt ihr dann tolle Dinge machen. Dieses Wasser hier ist auch eine neue Art von Wasser, hat aber keine besonderen Funktionen. Lilypads findet ihr hier und diese Endstone-Pyramiden. Die sind jetzt sogar noch heile. Drinnen findet ihr irgendwie einen Diamantblock und einen Monster-Spawner. Das hier auf dem Boden ist auch ein neuer Block, und zwar der Wild-Block. Dieser hat keine besondere große Funktion. Man kann ihn in der Landschaft finden, man kann nichts damit anstellen. Und wenn man drauf geht, fällt man ähnlich wie durch Treibsand einfach durch. Und damit kommen wir in unserer wundervollen kleinen Basis an. Hier habe ich alles einmal aufgebaut, was man so an Dingen erstmal hat. Ihr seht hier die ganzen Pflanzen. Das sind die Setzlinge einmal vom Frosttimber und einmal vom Gildensilph-Sapling. Das sind auch die dazugehörigen Baumstämme und hier noch einmal der Corrupted-Log. Dann wächst natürlich dieses Curlgrass, aber es gibt natürlich auch einige Möglichkeiten, an Essen ranzukommen. Dafür gäbe es zum einen einmal den Himbeerenbusch, den ich hier einmal habe, und noch den Weintraubenbusch. Diese sind entweder weiß oder rot, also die roten Weintrauben oder die weißen Weintrauben, die wir hier auch sehen. Die wir haben aufgehängt, das sind die Himbeeren, die könnt ihr alle essen und damit eine Menge Spaß haben. Ihr aus diesen Energy Crystals, die ich euch gezeigt habe, wenn ihr Farmcraft installiert habt, auch Zauberstäbe machen.
einfach so anordnen, wie hier zu sehen. Das Ganze ist übrigens der Crafting Pillars Mod, der auch benötigt wird, um den Elysium Mod überhaupt benutzen zu können. Und daraus erhaltet ihr dann diese Kappen. Und die packt ihr zusammen mit einem Einhorn ins Crafting-Inventar, braucht keine Aspekte oder sowas und kriegt daraus diese Zauberstäbe, die sogar ziemlich gut sind. Ich hole die mal ganz kurz raus. Die sind hier nicht fertig, dann müssen wir nochmal zurückgehen auf das Elysium. Die finden wir hier leider nicht direkt fertig. Sie haben eine Kapazität von 100, wie man hier sieht, beide. Das heißt, sie sind genauso gut wie Silverwood-Wands, falls ihr euch mit Zauberkunst auskennt. Die Einhornhörner kriegt ihr logischerweise von Einhörnern, aber dazu kommen wir gleich nochmal. Hier drüben sind drei weitere Items, die noch nicht wirklich definierbar sind. Diese Enderpfeife hier, die Enderflöte, nicht Pfeife, stellt euch hin, die mein Enderauge mit drei Obsidianen zusammenpackt. Die Anordnung dabei von dem Enderauge ist relativ egal, wie man hier sieht. Wenn man damit dann mal nach oben geht und hier spielt, was mit einem Rechtsklick geht, kommt natürlich diese tolle Nachricht. Wenn ich jetzt nochmal mache, kann ich es jetzt nicht nochmal benutzen, steht da. Aber ich kann es trotzdem machen. Was genau dabei passiert, weiß ich leider nicht. Ich dachte zuerst, diese Endermages spawnen vielleicht. Aber die spawnen auch so und haben nichts damit zu tun. Falls ihr Ahnung davon habt, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Dann werde ich das Ganze hier auch mit einer Anmerkung einfügen. Weil ich natürlich so viel wie möglich rüberbringen möchte. Aber einige Dinge leider einfach nicht selbsterklärend sind. Das ist etwas schade, aber es passiert nun mal. Den Teleporter hier, den ich noch nicht euch gezeigt habe, holen wir natürlich auch nochmal. So, da ist er. Und mit einem Shift-Rechtsklick, was ich jetzt nicht demonstrieren werde, es funktioniert, keine Sorge, kommt ihr in die normale Welt und auch wieder ins Elysium zurück. Allerdings hat dieses Teil kein Crafting-Rezept.